Fernweh, die Reisereportage. Heute Südafrika. Eine stilvolle Eisenbahnreise mit dem Blue Train von Kapstadt nach Pretoria. Am untersten Ende Afrikas, wo die Urgewalten zweier Ozeane aufeinanderprallen, liegt das Kap der Guten Hoffnung. Hier auf halber Strecke nach Indien gingen die Seefahrer einst an Land, um frisches Wasser und Proviant zu laden. Bald wurde eine kleine Ansiedlung gegründet. Kapstadt war geboren. Aus der einstigen Versorgungsstation wurde eine kosmopolitische Großstadt mit modernem Gesicht. Nach wechselvoller Geschichte leben Schwarz und Weiß in Südafrika heute friedlich zusammen. Die gegensätzlichen Kulturen haben sich ausgesöhnt. Gepflegte, europäisch anmutende Weinbaugebiete neben rauer, unverfälschter Natur. Auch in den Landschaften spiegeln sich die verschiedenen Kulturen Südafrikas wider. Und auch sie sind hier zu Hause, die wilden Tiere Afrikas, die man in den Nationalparks hautnah erleben kann. Südafrika liegt am südlichsten Punkt des schwarzen Kontinents. Die Fernwehreise führt von Kapstadt zur Kap-Halbinsel und in die Weinregion um Stellenbosch. Per Zug geht es dann in den Norden nach Pretoria und Sun City und in den Nationalpark Pilanesberg.